Sich nach einer längeren psychischen Krankheit am Arbeitsmarkt zurechtzufinden, braucht viel Feingefühl und Geduld. Seitens der Betroffenen, aber auch vom Arbeitgeber. Deshalb gliedert der Verein Promente auch ganz sachte seine Mitglieder wieder in den Alltag ein. Der Verein Promente ist in mehreren Tätigkeitsbereichen tätig, unterstützt vor allem psychisch erkrankte Personen. Wir sind im Kreativladen hier im Bereich der beruflichen Integration. Der Zweck des Kreativladens ist hauptsächlich die Wiedereingliederung unserer Klienten auf den ersten Arbeitsmarkt. Und dafür haben wir 15 Monate Zeit. Diese 15 Monate teilen wir so auf, dass wir zuerst 3 Monate Arbeitserprobung machen. In dieser Zeit haben die Personen Zeit, dass sie sich eingewöhnen können, dass sie schön langsam wieder in die Arbeit finden können. Und die restlichen 12 Monate versuchen wir dann unter Anführungszeichen verschärfteren Bedingungen an das Niveau des freien Arbeitsmarktes wieder heranzuführen. Auch der Kreativladen im Eurocenter Öd in Linz ist eine sogenannte Übungsstätte für Wiedereinsteiger. Der Kreativladen ist ein Projekt von Promente Oberösterreich mit finanzieller Unterstützung des Arbeitsmarktservices gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt. Vom kleinen Geschenk oder Mitbringsel bis hin zu biologischen Köstlichkeiten findet man jede Menge im Kreativladen. Und wer sich bei der Auswahl nicht entscheiden kann, den beraten die Mitarbeiterinnen gerne. Im Kreativladen gibt es zu 2 Drittel sind es hauptsächlich Geschenksartikel, die wir verkaufen. Das restliche Drittel verteilt sich dann auf biologische Lebensmittel, Kaffee, Tee, Getreide, Duftöle, Spielzeug, also quer durch den Gemüsegarten ein richtiger Gemischtwarenhandel. Seit über 40 Jahren ist Promente in der psychosozialen Versorgung tätig. Menschen, die es allein vielleicht nicht schaffen würden, wird mit diesen Maßnahmen zur beruflichen Integration erfolgreich geholfen.